zeigst du mir das bitte. Okay. Gut. Okay. Hallo miteinander. Ich bin der Thomas Schifferle und ich bin der Leiter vom Desk vom Liechtensteiner Vaterland. Ich bin der, der so mitentscheidet, was aktuell in die Zeitung hineinkommt und was wir online publizieren tun. Und sagen natürlich auch, welche Balzner Geschichten bei uns gelesen oder geschaut werden. Ich bin Dorothea Alba, ich bin Redakteurin von Wirtschaft Regional und vom Vaterland. Und ich habe lange in Balzers gewohnt und freue mich mega darauf, dass wir eine ganze Woche lang Themen aus der Gemeinde im Fokus stellen dürfen und dass wir zeigen können, was die Gemeinde ausmacht. Ja, Balzers, das steht im Mittelpunkt. Näher dran, das ist Leitsatz vom Liechtensteiner Vaterland im Jahr 2018. Da stellen wir jeweils eine Gemeinde eine Woche lang im Mittelpunkt. Und jetzt ist es dann Gemeinde Balzers vom 23. bis zum 28. April. In dieser Zeit gehen wir Geschichten an, graben vergessene Geschichten aus, stellen spannende Persönlichkeiten vor und zeigen auf, was aktuell zu reden gibt in der Gemeinde Balzers. Und das Highlight von der Serie ist der Vaterlandstamm im Falknis am 26. April um 18 Uhr. Da dürfen wir vier Talkgäste begrüßen. Das ist der Hans-Jörg Büchel, Vorsteher, Firmengründerin Caroline Sprenger, Wetterfrosch Kenny Vogt und Historiker Markus Burgmeier. Ich freue mich auf euch am 26. April im Falknis um 18 Uhr. Also das klingt spannend. Ich glaube, ihr dürft euch auf eine spannende Woche freuen. Wir freuen uns auf jeden Fall. Und können wir gleich weiss, in Falknis. Ja.